verpisst euch, haut ab, ihr Dreckschweine, ihr verfickten Wildschweine, geht weg von mir! Auf einmal, ich höre nochmal Geräusche. Ich bin gespannt. Ja, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, ihr lest es schon im Titel, und zwar vom Wildschwein gejagt. Ja, Hasni wurde vom Wildschwein gejagt, Damen und Herren. Ich kann es nicht glauben, Leute. Und zwar, diese Story ist ganze 4 Jahre her, also nicht allzu lange. Ist eine witzige Story, auch irgendwie eine traurige. Also für mich war es ein bisschen traurig. Und ich würde sagen, ich komme zu der Story. Und ja, Leute, ihr habt euch eine Story gewünscht. Ja, ihr könnt auch wieder mal abstimmen, ob ihr Pranks, Challenges oder Stories haben wollt. Einfach hier in der Infobox abstimmen oder schreibt es in die Kommentare. Und ja, Leute, wenn ihr meine Real-Life-Stories feiert, lasst jetzt schon meinen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go! Ja, Leute, das Ganze ist passiert 2014 in Deutschland bei meinen Cousins. So, mein Cousin und sein kleiner Bruder, also meine zwei Cousins, haben gechillt im Wohnzimmer, und dann ist mir die Idee gekommen: Hey Jungs, komm, lass mal Mountainbiken gehen. Ihr habt eh genug Fahrräder, komm, jeder schnappt sich ein Mountainbike und wir gehen auf den Wald hoch, beziehungsweise auf den Berg hoch, und fahren da hoch und dann fahren wir mit Vollspeed wieder runter. Macht sicher Bock. Wir haben eh nichts Besseres zu tun. Okay, wir haben die Reifen aufgepumpt, bla bla bla, haben uns Essen eingepackt, was zu trinken eingepackt und ja, sind einfach mal Richtung Wald, Richtung Berg, ja, wo man halt hochfährt. So, und Leute, es ist so im Wald, ne, wenn man hochfährt, je mehr man reinfährt in den Wald, je dunkler wird es und je kälter wird es. Es ist wirklich so. Könnt ihr mal gerne ausprobieren, oder wenn der ein oder andere das schon mal gemacht hat, also Mountainbiken oder Wandern war, dann kann es gerne kommentieren. So, so, wir fahren hoch, Leute, und jetzt kommt, jetzt, es fängt schon hier an, Leute. Beim Hochfahren habe ich Geräusche gehört, ja? So, sagen wir mal, das ist der Weg, das war alles so Steine, Kieselsteine und so, ne? Das ist der Weg, und hier ging dann halt so hier runter. Wenn man so runter schaut, ging es halt so runter. Und da war Gebüsch, Stöcke, so Bäume, fette Steine, und auf der anderen Seite genauso. Und es ging halt so hoch, ne, Leute? Auf jeden Fall, ich habe dann die ganze Zeit so Geräusche gehört. Ich sag dann zu meinem Cousin: Hey, hörst du das? Er sagt so: Nein, das ist locker so Hase, Reh oder irgend sowas, Hirsch oder irgend sowas, ne? Ich denke mir so: Okay, man ist vielleicht halt ein Reh oder ein Hase oder ein Hirsch, ne? Oder ein Känguru, was weiß ich, Alter, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir fahren einfach weiter hoch, und ich höre immer noch diese Geräusche. Richtig, so richtig laute Geräusche, komische Geräusche. So, wir fahren hoch, Leute, wir sind oben angekommen, wir machen eine kurze Pause. Wir essen, wir trinken was, wir quatschen ein bisschen, ja, über Gott und die Welt, ne? So, und dann habe ich gesagt: Komm Jungs, wir fahren wieder runter. So, ich habe mich aufgestellt, ich habe das Fahrrad genommen, war der erste ganz vorne. So, dann kam mein Cousin und dann kam mein anderer Cousin. So, und wir haben immer so gemacht, Leute, wir sind einfach mit Vollspeed runtergefahren. Okay, Kurven natürlich abgebremst und so, aber wir sind immer mit Vollspeed, und es ging meistens, sagen wir mal, so runter, ne? Aber richtig so runter. Und da bekommt man schon eine Geschwindigkeit. Auf jeden Fall, wir fahren mit Vollspeed runter, ich ganz vorne. So, ich fahre voll runter, ich bekomme Fliegen in die Augen rein, ne? Meine Augen brennen schon richtig, ich schaue nur noch so, Alter, ich sehe gar nichts. Auf einmal, ich sehe doch was. Und zwar, circa 100 Meter oder 150 bis 200 Meter vor mir, gehen auf einmal 4 kleine Wildschweinbabys über die Straße. Beziehungsweise über diesen Weg hoch, ne? Also, wo wir hochgefahren sind, sind sie rübergegangen. Die wollten auf die andere Seite von diesem Wald, ne? Was ich erzählt habe. Da ging es ja also, da waren ja Stöcke und so weiter. Ja? Die wollten da rübergehen. Ich nehme mein Fahrrad, also ich war um. Ich drehe dann so um, ne? Dass ich komplett da liege. Ich habe mich hier komplett aufgeschürft. Mein ganzes Bein hat geblutet, Leute. So, meine Cousins kamen an, die haben dann auch voll gebremst mit deren Beinen, alles mögliche, weil die hatten eine richtige Geschwindigkeit. So, da haben sie es gesehen, da meinten sie zu mir: Hasni, komm mit, lass die streicheln, lass die anfassen. Ich sagte so: Jungs, seid ihr behindert? Ich fass doch kein Schwein an, Alter, geh mal weg. Und schon gar nicht ein Wildschwein, Digga. Erstens, Leute, Wildschweine sind extrem schnell. Okay, Babys, jetzt können die nichts machen, die sind so, die waren so klein, Alter. Erstens, Wildschweine sind richtig gefährliche Tiere, ja. Die kann man nicht vergleichen mit so einem normalen Schwein
und zweitens schnell, extrem schnell. Und drittens, wenn man von der Mutter die Babys angreift oder irgendwas macht, die Mutter tickt aus, Leute. Ehrlich, bei Gott, die Mutter tickt aus, die bringt dich um. Bei Gott, ohne Scheiß. Ich habe mir oft so Dokumentationen früher angeschaut, Leute, deswegen kenne ich mich aus. Auf jeden Fall, Leute, die sagen zu mir, komm, lass die anfassen, streicheln, okay? Da habe ich mich überreden lassen, wir sind hingegangen, die sind auch stehen geblieben. Eigentlich waren die voll süß, ja, wenn man so anschaut, aber so im Hinterkopf, ja, so auch irgendwie, So, auf jeden Fall sind wir hingegangen. Ja, jetzt werden manche kommentieren, oh, haram, bla bla bla. Egal, Leute, komm, wir waren früher jung, dies, das. Wir haben sie gestreichelt auf einmal, Leute. Jetzt kommt's. So, die Fahrräder waren von neben uns. Auf einmal, ich höre nochmal Geräusche. Aber nicht normale Geräusche, wie wenn jemand im Busch ist oder im Baum oben ist oder so. Wisst ihr, was ich für Geräusche gehört habe? Und zwar diese Geräusche. Ich bin gestorben. Warte, ich bin gestorben. Ich dachte mir, jetzt ist vorbei, Digga. Ich habe sofort gecheckt, okay, das ist die Mutter. Auf einmal, Leute, ist er zu meinem Cousin so, Junge, hast du das gerade gehört? Er so, ja, das habe ich. Junge, beweg dich einfach nicht. Beweg dich nicht, bleib stehen, bleib ruhig. Mein Cousin hat es zu mir gesagt, ja? Ist so, okay, dann bleib ich ruhig. Auf einmal, die Mutter kommt raus. Er bleibt stehen. Leute, die ist einfach stehen geblieben, hat uns angeschaut. Auf einmal, ich konnte nicht stehen bleiben. Ich habe Angst bekommen, Leute. Ich habe gewusst, was diese Tiere... Also, die können mich kaputt machen, Alter. Ja, ich habe so Angst bekommen. So, ich gehe einen Schritt nach hinten. In dem Moment, wo ich so gemacht habe, fangen die an zu laufen. In unsere Richtung. Ich habe Fahrrad genommen, auf sie geschmissen, Alter. Ich, Digga, jetzt werden welche kommentieren, Tierquäler, bla bla bla. Aber Leute, ich schwöre, ich musste mich schützen, Alter. Ich habe sie jetzt so arg nicht getroffen. Ich habe ihr halt den Weg blockiert, ja. Ich habe das Fahrrad genommen und einfach dahin geschmissen, ne? Oh mein Gott, ich habe dann einfach geschrien, lauf! Leute, wir haben uns aufgeteilt. Ich bin gerade hoch, mein Cousin ist so, mein anderer Cousin ist so. Ich lauf, 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 auf einmal, ich rutsch aus, ne? Weil das so Kieselsteine waren und überall Steine und Matsch und alles Mögliche. Ich rutsch aus, flieg auf meine Fresse. So, in dem Moment hat sie es nur mir hinterher gelaufen. Mein Cousin ist nicht hinterher gelaufen oder mein anderer Cousin. So, nur mir, ich rutsche aus, Leute. Ich liege am Boden, ich schaue so. Sie ist stehen geblieben, ja? Aber kommt immer näher. So, ich habe meine Füße hochgehoben und ich habe gesagt, okay, Digga, entweder sie oder ich. Entweder sie oder ich. So, ich habe einfach gesagt, okay, wenn die näher reinkommt, dann klatsche ich die einfach, dann gebe ich ihr so eine Fußschelle, Alter. So richtige Bam in der Fußschelle, Alter. Oder schlag sie so nach vorne, keine Ahnung, irgendwas mache ich. Auf jeden Fall ist sie stehen geblieben. So, auf einmal, ich höre so wie, ich dachte mir, jetzt kommt ein Indianer raus. Auf jeden Fall, wisst ihr, wer das war? Das war meine Cousin. Die sind rausgekommen mit was? Mit so einem Stock, Alter. Und schlagen so auf den Boden, ne? Und ist dann so richtig zurückgezogen und hat Angst bekommen, dass wir den Schwein, und ist dann abgehauen. Für einen kurzen Moment. So, ich stehe wieder auf. Wir haben uns in dem Moment richtig kaputt gelacht. Ich komme nicht mehr. Ich habe gedacht, wir sind jetzt tot. Auf jeden Fall, wir steigen auf das Fahrrad. Wollten wir nach Hause fahren. Ich habe gesagt, komm Jungs, wir fahren jetzt direkt nach Hause. Genug, wir haben genug Spaß gehabt. Auf jeden Fall, Leute, ich schaue so hoch Richtung Berg. Ne? Auf einmal, ich sehe zwei Wildschweine runter. Eine mit so Hörnern und der andere, oder die andere ohne. Ne? Ich glaube, männlich mit Hörnern und weiblich ohne. Die rennen runter mit Vollspeed, der Mann voraus. Ne? Ist so auf meinem Fahrrad, ich sehe nur noch, wie er hinten an meinen Reifen so bumm macht, ne? Ich war weit, ich war einfach nach vorne, ich war einfach geradeaus. Meine Cousins waren schon vorne. Ich habe fast angefangen zu weinen. Ich schrei nur noch, verpisst euch, haut ab, ihr Dreckschweine, ihr verfickten Wildschweine, geht weg von mir. Ich habe voll laut geschrien, Leute. Auf jeden Fall, ey, da sind wir an der Straße angekommen. Auf einmal, ich sehe die noch, die bleiben oben stehen und schauen uns an. Ey, richtig Psychopathen, Alter. Ich dachte, die wollen uns umbringen, Alter. Ey, oh mein Gott, Digga, Alter.
Was eine kranke Scheiße. Sowas habe ich wirklich noch nie erlebt, Alter. Okay, mich hat einmal ein Lama angespuckt und einmal ein Kamel an den Haaren gezogen, weil ich früher lange Haare hatte und war ich Zirkus und da hat mich ein Kamel an den Haaren gezogen. Ja, auf jeden Fall, ey, das war aber richtig krank mit diesem Wildschweine. Seitdem bin ich auch nicht mehr in den Wald gegangen oder irgendwie wandern oder irgendwie Mountainbiken, weil ich immer Angst hatte, da kommt ein Wildschwein raus. Ey, nicht mehr normal, wallah, nicht mehr normal. Oh mein Gott. Ja Leute, auf jeden Fall, wenn euch diese Real Life Story gefallen hat, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Snapchat, würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein und tschüss.